Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Ob ich den Albaner kenne? Walla, danke, Fokus. Ich hab noch nie was von ihm gehört und nach unserem Battle wird man auch nie etwas von ihm hören. Ja, natürlich, Furkan hat noch eine Rechnung bei uns offen. Hat er dann Arbeitsklamotten an, da hat man mir eine Rechnung offen? Wie geil ist das denn? Hat uns gebucht für seine Wohnrenovierung, hat aber nicht bezahlt. Und heute will ich das mit ihm klären. 1 gegen 1, Mann gegen Mann. Und dann werden wir sehen. Ey, der Albaner ist mir jetzt schon mega sympathisch. Geiler Move. Ich habe auf jeden Fall nichts gegen die Albaner. Ich habe sehr viele albanische Freunde, die auch gerade mein Haus renovieren. Deswegen ist alles cool, ist nur ein Battle, alles sportlich. Ja, Bruder, das Problem ist mit Türken. Die sagen immer, die Türken haben Deutschland wieder aufgebaut. Albaner haben wieder aufgebaut. Wer ist auf Baustelle jeden Tag? Ich harte Arbeit, 7-mal die Woche, 8-mal, Schweiß bei Vulkan. Er bezahlt nicht, jetzt gibt's Problem. So. Der Albaner soll auf jeden Fall seine Bohrmaschine mitbringen, weil das Battle gegen den Türken wird auf jeden Fall eine sehr große Baustelle sein. Meine Bruder, ich verspreche dir eins. Ich muss nur einen Stein rausnehmen aus deiner Küche, die ich gebaut habe, und dein ganzes Haus geht kaputt. Schwöre es dir. Hast du mich verstanden? Wir sehen uns beim Battle. Ey, der Albaner ist richtig, richtig nice. Herzlich willkommen zu einem... Hä, wer ist denn das jetzt? Wo ist denn 4-7? Ich dachte, das ist 4-7 Battle. Bruder, bitte, ich hab... Eine neue Folge von Big Difference macht einmal leer! Heute ist Ausnahmezustand. Wir sind in der Kaiserlounge in Krefeld, Kasper 17. Und heute haben wir Albaner gegen Türken. Albaner wird beginnen. Ich will nicht viel reden. Seht selbst. Let's fucking go. Bitteschön. Was geht ab? Boah, Beatfan schon geil an. Yeah, yeah. Boah, Digga, ich dachte, heute ist 1 gegen 1, Alter. Er kommt wieder mit 15 Cousins, Alter. Yeah. Das ist einfach. Ja, ein bisschen warten. Ja. Geil. Geiler Tanz. Ey, wie lässig ist der Typ? Du würdest nie trauen, mir was anzutun, also guck nicht so ernst, lach mal, June. Du bist mit deiner Familie, ich ficke deine Cousins, du deine Cousine. Du bist pausenlos, kannst du nicht, weil im Puff hast du Hausverbot. Heiraten geht auch nicht so, weil dein Bruder ist schon mit der Frau verlobt. Sagt dein Vater, er soll den Dönerpreis wieder auf 3 Euro machen. Sonst kriegt er ein Geschenk von deiner Mutter in etwa 9 Monate. Aber scheiß drauf, weil eure Döner sind alle ekelig. Er geht Haus des Döners und fragt sich, Anne, warum drehst du dich? Er hat den auf Kurat, auf Fuß Eineck. Nein! Ich war auf Kurat, Bruder. Oh, Scheiße! Anne! Nerd ist in Anne! Nerbium, Anne! Oh fuck! Ey, nein! Ey, das hat er nicht gesagt! Ja, warum drehst du dich, Alter? Oh, Scheiße, Bruder, was war jetzt? Ey, was ist das denn, Alter? Oh mein Gott! Guck mal sein Gesicht an von diesem Jungen hier, Alter. Der denkt so, what the fuck? Der macht so zehn! Du musst den ficken! Boah! Ey, das war, ey, scheiße, Digga. Das war heavy, Alter. Alter. Digga. Und fragt sich, Anne, warum drehst du dich? Die Bauer schießt auf wieder Schip. Deine Freundin sieht mit einem Zip. Und dann Zip. Dann ist sie schwanger. Ich mach nur einmal Zip. Meine Freunde sind braun in den Armen, weil wir immer T-Shirts auf der Baustelle tragen. Doch auch im Winter sind wir braun an den Armen, denn wir fisten deine Frau bis zum Darm. Hey. Und ich liebe der Alban. Bis an der ist geil, Alter. Der bringt so eine Gesangshook aller AZ. Noch auf Albanisch. Aber ey, man muss, ey, der türkische Bruder ist voll sympathisch, der klatscht so einfach mit.
Das ist geil, Alter. Ey, der Türke ist auch sehr sympathisch. Mit diesem Klatsch hat er sich sehr sympathisch gemacht. Was auch richtig geil ist, Bruder, der fickt dann einfach komplett unser Vater ist einfach mit nichts und hat einfach mit. Ist das sein Vater? Ja, bestimmt. Bestimmt, Bruder. Ey, ich schwör, yo. Guck mal. Ich schwör, entweder ist das sein Vater oder sein Arbeitgeber. Ja, genau. Das ist ja eh, ist ja eh da. Family Business. Digga, da ist einfach sein Vater und sein Vater denkt sich einfach. Ich auch seine Mutter noch. Ey, guck mal bitte, wie geil ist das denn? Einfach der Vater. Ich guck die ganze Zeit auf den. Ich hab den gar nicht beachtet, doch, um ehrlich zu sein. Ich guck die ganze Zeit auf den. Kommt also ey, Freunde, nichts gegen die Mutter, das war nur so sportlich, ihr wisst so. Ne? Das ist dieses Twitch-Sportlich-Ding. Und die Feedback als du Okay, aber man muss ehrlich sagen, das ist ja hier alles, ne, die nehmen das Battle, auch wenn da so Muttersachen sind, sehr mit Humor. Das haben die wahrscheinlich vorher abgesprochen. Man sieht, der Türke ist sehr lässig, der nimmt das natürlich nicht, nicht persönlich. Richtig so. Und jetzt bin ich echt gespannt, was der türkische Bruder jetzt da rausballert. Erste Runde vom Albaner, ich bin sehr gespannt. Ey, und was ist das für ein nicer Beat? Wo hat der Albaner diesen Beat sich hergeholt, Alter? So richtig so Disco-Ding. Was sich der Türke ausgedacht hat aus dem Battle. Bruder, vorbei, let's go, let's go. Okay, let's go. Ey, geil wäre, wenn er auch auf diesen Beat gerappt hätte. Oh, okay, check. Okay. Boah, stimmt. Jetzt Mutter beleidigen und der Vater steht da. Shit, der Vater denkt, welchen Frau beleidigst du? Stimmt. Oh shit, Digga. Sick dir Land, ich komm mit Dinol und du Mut, das ist albanische Beefy gegen türkische Sujuk. Granit, wechsel mal die Shisha Kohle, sonst fick ich deine Mutter, Tajif Janone. Der Vater, voll cool! Der lacht so, der Vater, der ist dich draußen! Du Hund, komm mal raus! Draußen ich dich! Achte mal, wie geil der Vater, ey! Wechsel an die Shisha-Kohle, komm mit Dinol und Dumut, das ist albanische Bife gegen türkische Sujuk-Granit! Wechsel an die Shisha-Kohle, sonst fick ich deine Mutter, Tajif Janone! Der war heftig. Der war hart, Digga. Jetzt ist der Barsch, ich für Türke dran. Und im Tippin ist sie King. Guckt euch diese Möse an. Ich bin hier im größten Wann. Walla, ich höre Mann. An. Euer berühmtester Boxer da ist böse Mann. Mann. Nein! Geil, Alter. Digga! Oh! Also das war härter als jede Mutterlein! Oh mein Gott, das war hart, Digga! Das war zu geil! Ey, guck mal, der Albaner und der Türke sind beide wirklich feierig, beide sind nice, Digga! Lustig, Alter! Die sind beide sehr lustig! Ich bin Türke dran, und im Tippin ist sie King. Guckt euch diese Möse an. Ich bin hier im größten Wann, Walla, ich schwöre Land. Euer berühmtester Boxer ist böse Mann. Ah, ich mach mal ohne Drama. Du bist eine Schande für dein Land, so wie Loredana. Nein! Das war nicht gut. Loredana ist cool, Mann. Aber ist ein anderes Thema. Ey, man muss ehrlich sagen, der Türke hat voll die geilen Double Rhymes. Also, der kann rappen. Der Albaner macht so Show. Der Albaner macht so Comedy, Spaß und so. Aber der Türke ist schon so ein auf, ich bin so, ich will Rapper sein. So, Janne. Okay, der für alle seine Brüder schießt und du wirst geschlagen wie der Schießrichter bei Super League. Bitchig das Feller und Galatasaray. Ach, lass mal diesen Scheiß. Albanischer Fußball ist wirklich so nice. Doch eure besten Fußballer spielen für die Schweiz. Scheiße, Digga. Da muss man ehrlich sagen, die besten albanischen Spieler spielen für die Schweiz. Holy shit, Digga. Das war, ey. Also die waren beide bis jetzt sehr nice, Digga.
Sehr, sehr nice. Oh, doch eure besten Fußballer spielen für die Schweiz. Oh! Ist der Lelek mein Gegner, das ist der deutscheste Albaner, den ich jemals gesehen hab. Ich ficke deine Mutter mit Baran und Koray und die Schreie sind lauter als albanische Hochzeit. Oh! Wen willst du umstimmen? Türkei, Türkei, du kannst es nur mal stumm kriegen. In deiner Hintertasche sind nur ein paar Stumpfklingen. Ich bin Türke, wir wollen einfach umbringen. Oh! Starke Zeit, erste Runde von Türke und einmal leer. Also ey, ich muss euch ehrlich sagen, ganz früher bei den Battles, wenn einer eine Mutterlein gebracht hat, war fast Eskalation, wenn die das nicht vorher abgesprochen haben. Da ist man ausgeflippt, da war fast Schlägerei und diese klatschen so, Bruder hier, Bruder. Weil die sagen, ey, das ist nur so, nicht persönlich nehmen, sind einfach nur Lines und so. Aber findest du das schon richtig, krass? Findest du das richtig? Wenn man das vorher abspricht, ist es okay, ich würde es jetzt nicht so zulassen. Aber es ist halt ein Rap-Battle, ne? Da musst du halt mit rechnen, dass das vielleicht auch unter die Gütelinie gehen kann. Ne? Man, es ist halt immer wieder, man kann auch Battles immer wieder sagen, ey, guck mal, wir ficken uns gegenseitig richtig, aber die Eltern oder so bleiben aus dem Spiel. Das kann natürlich auch passieren, ist auch schon öfter so gewesen. Nicht jeder hält sich dran, ne? Dirk macht das für mich schon immer möglich, alle. Und wir kommen direkt zu der zweiten Runde von Albana. Let's go. Ich hol dir ein Wasser, mein Bruder, her. Ey, da geben sie sogar das weiß Wasser noch. So. Geil, geil. Geil, Digga. Die Mutter ruft dann, oder was? Fühlt den Beat, Jungs. Fühlt den Beat. I mean, I know we haven't spoken in like a few days and I know we're supposed to be giving each other space. Ich dachte, er macht so einen Mutter-Move. Hört ihr das? Die Memo habe ich von seiner Cousine bekommen. Okay, Cousine. Sag, wer will Beef? Türkischer Beat. Deine Cousine, sie tanzt zu Musik. Mit zwei von meinen Jungs. Hast du gehört? Hast du reingecheckt, gell? Der nimmt einfach KNN dieses Lied, geil. Und du hast vorhin noch irgendwas mit KNN gesagt. Alter, was ein geiler Typ. Der macht einfach AZ. Der hat einfach AZ. Warum die geil? Der hat einfach AZ. Oh nein! Ey, der hat einfach richtig geil. Ich tanze zur Musik, hab den Heiliger Dumpf. Mit zwei von meinen Jungs, die KMN rein bei der Slut in den Mund. Jeden Tag beschäftigt, deine Mutter zu nehmen. Pressluft am Herr mit den Jungs und Beispiel. Einer von uns wird sieben von ihm. Ich brauch nur einen Mann zu telefonieren. Habt ihr die Stimmlage gehört? Wow, du einmal so telefonieren. Ey, schon geil, Mann. Ey, das ist geil, Mann. Ey, wer ist dieser Albaner? Ich will den hier haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, bitte. Ey, wer den kennt, bitte, der soll kommen. Ey, die sollen beide kommen. Ey, das ist, ey, die. Ich muss das nochmal hören. Ey, bitte achtet auf die Tonlage. Mit den Jungs im Beispiel. Einer von uns wird sieben von ihm. Ich brauch nur einmal zu telefonieren. Check, Albaner links, rechts, ein Schlag. Du kannst hören, der Osmane fliegt weg. Du denkst, das wird eine Parodie, du dreckiger Penner. Wir sind bekannt für hübsche Frauen, hier für hässliche Männer. Auf deiner Hochzeit gibt es dicke Hupen. Auf deiner Hochzeit gibt's nur dicke, die hupen. Frau größte Ho der Welt, auf der waren mehr Fremde als auf deiner Hochzeit selbst. Sie gibt gerne Haramash, die Bitch, doch ich mach sie nicht, denn sie hat mehr Haramash als ich. Und ich lieber Galatasaray, deine Mama leckt mein Ei und du machst mir einen Schei. Und diskutieren wir über Autos kaufen. Du sagst, leasen ist klüger. Doch du bist so dumm, du finanzierst den Betrüger. Lies keine Autos, lies ein paar Bücher. Wenn ich meinen großen Cock in deine Ho reindrück, mein Gott. Und sie macht auch mein Geld. Sag, wer will Beef? Türkischer Beat. Deine Cousine, sie tanzt zur Musik. Hab die Kleine gebumst mit zwei von meinen Jungs. Die KMN rein bei der Slappe in den Mund. Jeden Tag beschäftigt, dein Mutter zu nehmen. Pressluft am Meer mit den Jungs zum Beispiel. Dein Vater kennt dein, ein Anruf von ihm. Und dein Vater wird dich mit Gürtel erziehen. Oh.
Aber guck, das ist dein Vater. Ey, heftig. Sag dir, mein Vater und dein Vater, dies, das. Und der Vater macht noch so den Pino hoch. Dein Vater wird dich mit Gürtel erziehen. Starke Zeitrunde vom... Der macht noch so die Harmonies am Ende. Vater... Digga. Oh mein Gott, Alter. Bruder, ich war noch dein Vater. Oh mein Gott. Ich bin ehrlich. Starke Zeit, Bruder, ich kann nicht mehr. Zweite Runde von Türke, ich bin sehr, sehr gespannt. Schon rein. Oh mein Gott. Let's fucking go! Ey, jetzt bin ich gespannt. Okay, check. Ey, der Vater ist richtig cool, Alter. Ah. Go! Ah, okay. Dieser Grass-DJ ist noch komplett am Anfang. Ich ficke deine Mutter mit Musik und Dandan. Aber warte, Bro, was ist da denn los? Ohne Bohrmaschinen wärst du Pisser arbeitslos. Du hast super investiert, doch mit diesen dummen Lügen hast du dich du blamiert. Von wegen, du bist recht, das musst du mal kapieren. Du bist nur in einer Villa, wenn du sie dann renovierst. Das ist wahnsinnig krank. Bostella ist für dich so wie Phantasialand. Albanischer Visa ist komisch, Bro. Da kriegst du nur Auslandserlaubnis nach Kosovo. Jetzt wird der Part gesprengt. Ein Türke, der sein Ferrari lenkt im Cavalli-Hemd. Ich komme mit Armada Gang. Drei Cousins hart und streng und euer Landespräsident ist AZ von KMN. KZ-Rap, Intifada. Treff mich mit Ardian in Tirana. Seine Judo-Kommentare sind echt ein Drama. Er schreibt immer, John Cena ist Albaner. Oh, diese kranken Fähigkeiten sind scheinbar nie gegangen. Und wenn ihr denkt, das war einfach viel zu krank, wartet auf das Battle Türkei gegen Griechenland. Ey, Schei, krass. Also die nehmen das natürlich sehr sportlich. Ey, das war wirklich sehr, sehr lustig, Digga. Vorbei, vorbei. Wenn ihr wollt, dass die beiden wieder battlen sollten, schreibt in die Kommentare. Ihr entscheidet, wer gewonnen hat. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns zum nächsten Mal. Peace! Ey, richtig geiles Battle, Alter. Sehr lustig. Ihr könnt euch das Originalvideo auf dem 4-7-Kanal natürlich reinziehen. Ich fand den Albaner und den Türken sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Der Albaner hat richtig gerockt, der Beat, also das war heftig. Der Türke hat auf jeden Fall gut gerappt. Ey, beides waren nice, Digga. Ey, wie lustig das war. Aber der Albaner war besser. Der war unterhaltsamer. Ja, vom Rappen her war der Türke besser. Von der Unterhaltungsfaktor und dies und das hat der Albaner auf jeden Fall mehr gepunktet mit dem Beat und dieses Tanzen. Der Vater ist dabei. Das Gesamtpaket ging am Albaner, aber nur rein rap-technisch gesehen war der Türke, glaube ich. Hast du dir die Schuhe geholt? Wer hat dir die empfohlen? Wer hat dir die empfohlen? Ja, ist gut. Sag doch. Ja, ist gut. Sag doch offen und ehrlich. Ja, Sinan, du hast sie mir empfohlen. Danke für diese Empfehlung. Ganz entspannt. Alles. Ich sag euch ehrlich, Freunde, diese Boxschuhe, Predator, unfassbar geil. Also die sitzen richtig gut beim Boxen. Der erstmal schön guckt, schön kontrolliert. Bruder, das Problem ist... Sag mal ehrlich, wie schwer sind seine Beine? Ja, das ist das Problem. Bruder, das Ding ist, du kannst... Ich stehe viel in der Doppeldeckung und du kannst ein paar Schläge nehmen. Amano ist so groß und so schwer. Bruder, er gibt mir eins, ich fliege. Das einfach. Problem ist, liebe Friends, für uns oder für euch, besser gesagt, für die, die das nicht machen, die denken, das ist so ein lascher Tritt, aber da ist schon Wucht dahinter. Klar. Sehr schön macht das Azadi. Sehr schön. Ja, gute Stellen sieht Azadi. Wie man sieht, Azadi trifft immer sehr schön zum Körper. Er macht das sehr gut. Der Manu ebenfalls schön kontrolliert am Arbeiten. Ja. Und nicht drinnen bleiben. Für die Mitte. Raus auf der Ecke. Immer die Mitte. Genau in die Mitte. Genau. Ja, Manu hat schon ein bisschen abgenommen, oder? Ja, ja. Lass ihn immer in der Nähe sein. Baby. Nein, wie viel an der Ecke? Falsch. Für die Mitte. Die Mitte gehört hier. Jawohl. Okay, genau.
Kaufstadt, genau. Genau so. Hallo, das geht nicht. Du willst Break! Teambesprechung. Aber wir haben keinen Ersatz. Ho! Manu kommt noch. Manu kann kicken, Bruder, ich sag dir. Der kann. Guck, was er gleich macht. Jetzt. Richtig, für die Mitte. Für die Mitte. Für die Mitte. Genau. Die Mitte wird hier. Und raus auf Deck. Genau. Gerade Leber oben. Jawohl. Guck jetzt. Bruder, ich hab gedacht, der bricht mir das Becken, Bruder. Bruder, weißt du, wie das geknallt hat? Der Tritt von Manu sah jetzt nicht so krass sauber aus, aber die Wucht dahinter ist hart. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. Das ist so ein Typ, Mann. Oh! Oh, das war gut gesehen. Tja, doch, Bruder, ich sag dir ehrlich. Das war gut gesehen von Manu. Ups. Das war sehr gut gesehen. Achtet mal jetzt, Freunde, auf den Uppercut von Manu. Boah. Du weißt, wie der geknallt hat, weil ich bin runtergegangen. Und er hat einen Riss gezogen. Schau mal. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I. Ist der Song für YouTube frei? Klar. Okay, gut. Always giving 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Krass. Und jetzt macht ihr normales Boxen. Einmal der Manuel und der Azad, die haben gerade Kickboxen gemacht. Jetzt fangen die nur mit reines Boxen an und schaut euch das einfach an. Okay. Ja, direkt 1-2. Wie wir was gesagt haben. Wenn du mit Beinen dabei, wenn du mit Beinen mitmachst, unser Antäuschmanöver kommt dann nicht drauf klar. Ja, der drückt, ne? Bewegt den Kopf. Bewegt den Kopf, Azadi. Genau, siehst du? Genau. Bruder, das sieht so leicht aus, aber ich schwöre dir, Bruder, die haben geknallt. So eine Kakerlake gegen den Elefanten. Ich weiß, wie klein du neben den aussiehst. Oh mein Gott, Alter. Nicht drauf reinfallen, Azadi. Bro, was mach ich da? Sag mal. Aber was mach ich da, Bruder? Da hat dich sag gefickt. Mal, wie. Ja. Ralas, was soll ich da machen, Bruder? Der Manu hat sich einfach auf den drauf gelegt. Das sind natürlich die dreckigen Tricks, Freunde. Beim Boxen merkt euch das, auf den Gegner drauflegen, klar. Das kostet viel Kraft. Aber hier macht Azadi den Move, den habe ich ihm natürlich beigebracht, rechtes Knie auf den Boden gehen. Erinnerst du dich an unsere Spannungsrunde? Das habe ich auch gesagt. Nice. Rechtes Knie auf den Boden, dann ist sofort Break. Dann muss er sofort weg, ne? Und was ich ihm auch beigebracht habe, natürlich, wie immer, nicht gegendrücken. Wenn ihr gegendrückt, verbraucht ihr viel Kraft. Unten bleiben, chillen. Danke, Coach. Gerne. Ah, schöne Linke von Azadi. Wenn du schon antäuschst, dann versuch auch zu schlagen, Azadi. Seht ihr, was er macht? Boah. Er legt sich drauf. Manuel ist ein Rute, ganz schön aus. Sehr schön. Sehr schön, Azadi. Guck, wenn du deinen Kopf bewegst. Und der Kopf. Zeit. Sehr schön, Leute. Stark. I love
love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Das war eine sehr geile Kombi. Bam, 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 unten. Bruder, ist halt schwierig, weil Manuel, Bruder, der ist halt sehr groß. Und der hält dich viel auf Distanz. Was machst du? Ja. Wahrscheinlich sehr unorthodox waren, einfach. Das ist keine K.O.-Dinger, weißt du ja, zum Körper klar. Jetzt nicht unbedingt, aber das ist immer so. Ein bisschen Luft ziehen, bei jedem, ja, Schlag. Und das letzte Mal, jetzt haben wir ein bisschen Sparen gemacht. Jetzt nur so deine Einschätzung her, Bruder. Du weißt, ich mache den Sport seit 1,5, 2 Jahren, 65 Kilo schwer. Ja. Was hältst du von mir? Was denkst du in der Zukunft? Erstens, das Wichtigste ist, du bist mutig. Das ist das Wichtigste von allen. Du traust dich und du hast deine Angst, einen Schlag zu kriegen. Das wiederum bringt dir Selbstbewusstsein, dass du cool bleiben kannst und besser das abrufen kannst, was du im Training trainierst. Das ist alles ein. Ihr hättet den Mundschutz ruhig rausnehmen können beim Interview. Ich habe ihn rausgenommen, oder? Die Kette. Und dadurch, dass du mutig bist, stark bist und ambitioniert bist, bist du auf jeden Fall ein sehr ernstzunehmender Gegner im Ring. Wie wir auch jetzt gesehen haben. Definitiv. Ne? Du bist ein sehr ernstzunehmender Gegner. Und wenn du noch weitermachst, wenn du im Boxen ein bisschen lockerer wirst und ein bisschen mehr flowen lässt, ne, bist du sehr gefährlich. Also du bist gefährlich, aber du wirst noch gefährlicher. Dankeschön, mein Bruder. Ich sag dir so, Bruder. Dankeschön. Manuel, ja? Bruder. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass der Umo drankommt. Er wollte ja gegen mich kämpfen. Wo bleibt er denn eigentlich? Das ist ganz schön wieder ruhig geworden, nachdem ich das angenommen habe. Meine Prognose gesagt.